Hallo Leute, ich dachte mir heute Morgen, ich drehe mal ein What's on my phone. Hier ist meine Widget-Seite mit verschiedenen Widgets. Dann kommt hier ein App Store-Widget, FaceTime, Kalender, Fotos, Kamera, Mail, Uhr, Karten, Wetter. Dann Kurzbefehle Widget, Produktivität mit Erinnerungen und Notizen, Aktien, Bücher, Stores, App Store, Apple Store, iTunes Store, Amazon, Podcasts, TV, Home und Health, dann Wallet, Einstellungen, wo wurde es aufgenommen, Tricks und Tipps, Flora Incognita und Feedback und ein Uhr-Widget. Dann wird es hier interessant, Dateien, wo ist, Kurzbefehle, Übersetzen, Gesundheit und Fitness mit Watch und Fitness, Tipps, Dienstprogramme, Sprachmemos, Kompass, Maßband, Rechner, Clips, GarageBand, Keynote, Numbers, Pages, iMovie. So, und hier kommt jetzt das Interessante. Diario, Foodie und Journal. Journal habe ich mit dem letzten iOS-Update dazu gekriegt. Dann Messaging, Moin Moin, Telegram, Twitch und WhatsApp. Dann zwei Spiele. Social Networks, Facebook, Messenger, Pinterest, Corona, habe ich halt die drei Apps immer noch drauf. Dann Musik, Filme, Shazam, YouTube, YouTube Studio. YouTube Studio braucht man halt, wenn man YouTuber ist. Dann verschiedenes 1, Freeform, Log Launcher, Togo. Freeform ist halt, da kann man verschiedene Boards, nennen dies hier, erstellen und dann da irgendwas malen. Das war aber schon mit einem anderen iOS-Update habe ich das gekriegt. Dann Log Launcher. Kann man sich halt einen Logscreen erstellen. Und Togo, naja, für Kinder halt. Dann habe ich noch drauf verschiedenes 2-Ordner, Kennzeichensammler, Edeka und TV-Programm. Die drei Apps erklären sich ja von selbst. Dann hier Log Launcher Widget, Fitness Widget, Websites. Podcasts-App kommt dann, Notizen, Kalender, hier zweimal und hier Kalender, Fotos, Karten, Musik, Siri-Vorschläge, Wetter, Kalender wieder und hier zwei Batterien von meinem Handy und meiner Watch. Und hier sind nochmal alle Apps in Kategorien. Und da unten dann noch Kontakte, Nachrichten, Telefon im Telekommunikationsordner. Dann Musik, App und Safari, mein Browser. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Und bis bald. Ciao, Leute.